Guten Morgen. Spät ist es denn? Gleich 11. Das heißt, in 1,5 Stunden fahre ich los. Ich bin immer noch gar nicht um. Die musste über Nacht nämlich laden. Ja, schlafen war so eher semi-gut. Also einschlafen zumindest. Hat nicht so ganz funktioniert. Sekunde, ich muss mal eben mein Uhr machen. Ja. Und dann kam um 4 Muni angezappelt für Frühstück. Ist ja kein Problem. Macht man ein Frühstück. Um 5:45 kam sie ja wieder angezappelt. Und das sehr penetrant. Ich war irgendwie überhaupt nicht, wurde überhaupt nicht wach. Und ich wusste gar nicht, was sie will, weil es gab ja schon Frühstück. Ich habe dann jetzt aber wach geworden. Keine Ahnung. Ich habe dann ein paar Krümelchen auf das Futter gemacht noch und dann ging das. Es war so, hä? Immer wieder aufs Bett, streichel, streichel, quark, quark. Also, keine Ahnung, was ihr Problem war. Und ich dann so im Halbschlaf, so, ich habe sie quasi mit in meinen Traum reingebaut. Es war so, Katze, was, warum? Ja, sehr merkwürdig. Und sie stand sogar neben Daniels Bett und hat ihn angequakt. Fragt mich nicht, fragt mich nicht. Gut. So, ich habe jetzt wieder alles zusammengesammelt. Dann einen Rucksack packen. Jetzt passt ja nicht in die Tasche rein. Ich muss knicken, so eine Unterlagen. Und es ist extrem drückend und schwül, Marina. Jo, so ist. Ein bisschen gelesen habe ich schon. Noch nicht so viel. Gleich noch ein bisschen weiterlesen. Mein Kindelchen nachher mitnehmen, weil irgendwie habe ich gemerkt, dass es in der U-Bahn erst gerade, vor allem wenn es warm ist, ist ja meistens Fenster offen und das ist halt so laut, dass ich das Hörbuch überhaupt nicht mehr höre. Also werde ich ab sofort in der U-Bahn lesen, also nicht hören, sondern lesen. Genau. Ja, E-Book bin ich auch schon gut weitergekommen. Die kleine Pension Sommerküste. Ich glaube, es heißt so. Es ist aber wirklich so, wenn man nur ein E-Book hat und den Titel nicht die ganze Zeit vor der Nase hat, dann tut es mir echt leid, wenn ich meinen Titel nicht richtig weiß. Ja, egal. Bei Vivians himmlisches Eiscafé bin ich jetzt fast fertig. Ich habe noch so ein Stückchen, das werde ich sicherlich heute auslesen. Und ich muss ungefähr mal gucken, ob ich heute noch neue Milch hole oder ob ich da morgen lostippel. Ja. Habe ich schon gesagt, dass da, wo ich aussteige, nachher eine Buchhandlung ist? Ich komme quasi auf dem Weg an zwei Buchhandlungen vorbei. Einmal umsteigen, einmal beim Aussteigen. Ups. Ja. Vielleicht ist es denn nicht wirklich gut, dass ich nicht jeden Tag da einfach. Ich würde nicht jeden Tag da reintippeln, aber ne? Man weiß ja nicht. Aber vielleicht könnte ich ja dann in der Buchhandlung da im hohen Norden Bücher kaufen. Mal schauen. Aber erstmal habe ich noch keine Bücher zum Kaufen. Erstmal habe ich noch genügend Bücher hier. Mal gucken, wie viele Bücher diesen Monat ankommen. Es dürften eigentlich gar keine mehr. Nö. Also geplant ist jetzt kein weiteres Buch mehr. Also bin ich jetzt schon mal sehr froh. Dann wären es wirklich nur zwei Subbücher. Ein Sachbuch und ein Buch, was ich schon hier habe und nur ausgetauscht habe. Wäre mal wieder gut, oder? Und ich muss noch überlegen, was ich für Bücher mitnehme generell. So, schwierig. Na gut, da kann ich mir später noch Gedanken machen. Heute nicht. Ja, ich gehe jetzt wieder rüber. Werde ein bisschen was lesen. Dann werde ich noch was essen. Ich habe noch keine Ahnung was. Ich habe nichts gefrühstückt, gar nichts. Ich habe zwei Gummibärchen gegessen. Also eine Colaflasche und so ein Schaumgummi-Dingsbums. Sonst noch nichts. Ich habe auch noch keinen Hunger. Vielleicht ist es die Nervosität, ich weiß es nicht. Ich werde nachher auf jeden Fall noch was essen. Die Frage ist halt nur was. Ja. Bevor es denn losgeht. Okay. Jetzt wieder rüber lesen. Was trinken will ich mir noch besorgen. Habe ich mich jetzt Durst? Mein Kaffee ist leer. Ja, ein bisschen spät, aber ihr wisst ja, bei Kaffee trinken bin ich mal ein bisschen langsam.
Aber egal. So. Dann starten wir mal in den Tag, ne? Wie ihr wisst. Ich bin sehr nervös, sehr nervös. So, in ein paar Minuten geht's los und draußen regnet's. Yay! Ich finde es gerade nicht so yay, aber okay. Schirm habe ich bei, Kindle habe ich bei, Check habe ich bei, alles habe ich bei, hoffe ich. Und dann geht's los. Ich bin doch ein bisschen nervös, muss ich sagen. Ein bisschen nervös, jetzt kommen die Haare wieder rausgehupst. Naja, dann soll's. Okay. Au. Dann werde ich wohl nachher berichten, würde ich sagen. Ich habe extra eine Eichhörnchenkette umgemacht. Ich hatte ja Schmetterlinge rum, dachte ich so, habe ich die Eichhörnchenkette gesehen, so, ich glaube, die passt gerade besser. Zu Hause, fragt nicht, was das für eine Fahrt war, hin und zurück. Oh. Ich bin eineinhalb Stunden vorher losgegangen, bevor ich da sein muss, ne? Weil ich dachte so, ja, ich gehe immer zu früh los und man kennt's. Ich kam trotzdem zu spät, also zu spät. Ich musste zwischen 14 und 15 Uhr da sein, also passte schon. Aber trotzdem, diese S-Bahn ist an einigen Stationen, wurde ich so mal 10 Minuten stehen geblieben, an einer Station. Und dann nicht mehr durchgefahren, musste nochmal umsteigen und dann kam die selber nicht klar. Dann hieß es, ja, nach Wannsee, nee, nach Oranienburg, nein, nach Wannsee, nee, nach Oranienburg, na wieder nur. Bis du durchs Jahr gekommen ist und wirklich hieß, okay, die fährt nach Oranienburg, also steige ich da wieder ein und fahre los. Ja. Da war ich insgesamt eine Stunde da. Es gab heute Waffeln mit Eis. Lecker, lecker. Ja, habe ich auch eine bekommen. Also eigentlich sind sogar zwei gewesen. Ja. Passt schon, würde ich sagen. Auf jeden Fall alle soweit sehr nett. Also war ja nicht alle da, logisch. Weil viele Homeoffice und so. Und das Büro, wo ich da sitze, da war eine nicht da, aber drei waren da. Wir werden also zu fünften im Büro sitzen. Was ich schon viel finde für so ein kleines Büro vor allem. Die müssen erstmal gucken, wo sie den fünften Schreibtisch überhaupt unterbringen. Okay. Ja. Mit drei Stefanis in einem Büro. Ja. Die eine war wie gesagt nicht da. Ja. Pamela war da, hab ich ja gesagt. Mit ihr bin ich auch wieder rausgegangen, weil sie auch gerade Feierabend gemacht hatte. Das war sehr passend. Genau. Oh, nee, sie wusste schon seit Freitag, dass ich da anfahren darf. Boing. Ja. Ich habe auch die Zustimmung bekommen, dass ich mein Autorengedönse machen darf. Autoren-Verlag sogar. genau. Also alles schnicki. Und ja, soweit nicht, was man so bisher, wie gesagt, in einer Stunde und sogar eine riesen Kaffeemaschine da stehen. Die Küche ist auch in der Mitte von dem Ganzen, das heißt, man kann von zwei Seiten da rein, was auch witzig ist. Ja, 1.9. dann. Vertrag ist unterschrieben. Und auf dem Rückweg musste ich endlich auch wieder aussteigen, wo, also sollte ich endlich auch da aussteigen, wo ich vorher ausgestiegen bin auf dem Hinweg. Aber dann hieß es doch, nach, nee, ich fährt weiter nach Wannsee. Okay, ich steig wieder ein. Dafür ist die U-Bahn hier, drei Stationen vor Ende. Alle aussteigen, fährt nur bis dahin. Das stimmt da nicht. Aber immer die letzten drei Stationen. Total komisch. Also an der vierten quasi, die letzten drei Stationen darf ich dann nicht fahren. Muss ich immer noch neu einsteigen. Das ist merkwürdig. Aber gut. Ich habe jetzt den Vertrag. Das ist schon mal schnickig. Ich brauche nur den Aufhebungsvertrag. Und dann alles gut. Ich hoffe wirklich, dass man mich die letzten eineinhalb Monate dann noch soft aussteigen lässt, sozusagen. Also nicht irgendwie eklig oder sonst was. Sonst habe ich nur ein bisschen Bamsel vor. Aber wird schon werden. Das sollen sie machen, ne? Genau. Eieiei. Habe ich mir jetzt mal Kaffee gemacht, weil ich jetzt mal Kaffee trinke, da Essen bestellt. Schon rassisch. Mit Mangosoße. Jo. Ich habe ganz viel E-Book gelesen unterwegs. Hatte ich ja ein bisschen Zeit. Da habe ich jetzt auch schon ein Viertel ungefähr geschafft, insgesamt. Ja. Das ist bis jetzt ganz gut. Auch ein bisschen ungewöhnlich.
heißt ungewöhnlich? Also man nicht mehr gleiche Leier oder sonst irgendwas, sondern ungewöhnlich. Finde ich gut. Naja, ich möchte nachher unbedingt noch Vlog schneiden. Mindestens zwei wieder. Ich hoffe, das klappt. Wenn ich möchte ich morgen halt dann mehr schnibbeln. Da habe ich ja nichts weiter vor. Übermorgen habe ich dann abends was. Da habe ich mich ja für so eine, naja, für so einen Workshop angemeldet, der 4 Stunden lang geht. Und so ist. Okay. Mal gucken, ob ich mich nachher vermelde, ob mir irgendwas noch passiert oder nicht. Bis jetzt ist mal nichts weiter. Das ist erstmal Stand der Dinge. Und wir werden mal weitersehen. Auf jeden Fall bin ich sehr, sehr erleichtert. Ich freue mich drauf. Es war schon sehr lustig heute. Forschungsprojekt war ja auch schon lustig gewesen. Heute war es dann nochmal lustig. Also von daher denke ich mal, das passt schon. Ja.